Jo, hallo Henker. Ich schaue mir jetzt dein Langriss-Match an. Bist ja schon Veteran, du Podcast-Veteran bei mir. Du weißt also, wie es läuft. In-game, 5 Sekunden Pause. Wir den 5 Sekunden aufgehoben. 5, 4, 3, 2, 1 und los. Wir haben 6 Sekunden, 7 Sekunden, 8 Sekunden, 9 Sekunden, 10 Sekunden. Nördlich Armee gegen südlich Wehrmacht. Position der Baracken passt. Position der Wehrmachtsbaracken passt auch. Zweiter Pio, los ab zum Cappen. Über der rechts Cappen. Cap rechts, halte ich auch rechts. Auf der Map grundsätzlich empfehlenswert, rechts zu spielen. Für beide. Bloß als südlicher Spieler hat man es auf der linken Seite relativ einfach, weil die Depots näher am Akku sind und man nicht so bescheuert die Wege hat wie da oben, der man jedes Mal um die Hecke rum muss. Und dann hat man als unterer Spieler auch leichter Zugriff auf dieses Haus. Deshalb sollte der linke Spieler, der untere Spieler, die linke Seite auch kontrollieren. Dann ist es natürlich auch oft der Fall, dass sie die rechte Seite nicht sofort kriegt, dann wird sie um die Mitte geprügelt. Also so würde ich sagen, ist die natürliche Aufteilung. Du rechts und er hat die linke Seite und kämpft mit dir um die rechte. Die rechte Seite natürlich wichtiger auf der Map. Da haben wir die Post und zwei Siegmarken. Okay, du brauchst Rifles. Bisher gibt es nichts zu kommentieren. Du hast eine gängige Cap-Order, nichts Ungewöhnliches. Es gibt vieles, was man mit Armee gegen Wehrmacht spielen kann. Die Möglichkeiten. Du hast fast alle. Kannst Nades machen, wenn du damit gut umgehen kannst. Geh auf frühe Bar, damit machst du absolut nichts falsch. Da musst du halt ordentlich Main-Infanterie-Squads bringen und bitte nicht so viel Cheeps wie, wer war das auf R&M? Ich glaube, Unzel, aber der will ja nicht so genannt werden. Ich keine Ahnung, wie der echt heißt. Man sollte sparen mit Cheeps und bring mehr Main-Infanterie-Squads, wenn du die Infanterie-Upgrades bringst. Du kannst auch, wenn du wirklich gut Sprit hast, dann kannst du auf T17 und M8 gehen. Das ist auch gegen Wehrmacht möglich. Bloß dann halt vorsichtig einsetzen und die Fahrzeuge müssen wirklich sehr früh kommen. Der Gegner sollte bei Möglichkeit noch keine Pack haben, sonst ist man mit seinem Schrott aufgeschmissen. Eine beliebte Taktik ist zum Beispiel auch T1, T4 mit Airborne überbrücken, T1, T4 mit Infanterie-Rangern überbrücken und dann noch irgendwann T3 für Packs nachschieben. Oder man kriegt den Scheiß Off-Map auch möglich. Man kriegt den Scheiß Off-Map auch möglich. Tank-Doktrin ist auch möglich mit T1, aber dann würde ich halt auf schnelles T3 gehen. Das muss dann schnell kommen. Und dann schiebt man noch T4 nach für die fetten Fahrzeuge. Ich würde zuerst auf Calliope gegen Wehrmacht. Zuerst auf Kali. Ordentlich M10 dazu. Hellcat ist natürlich optimal als Spotter für Kali. Weil wenn du den Gegner einmal zurückschlägst, schickst den Hellcat nach vorne, tanzt sie, verbietest ihnen das Feuer. Dann hast du einen super Spotter für die Kalis. Der Gegner wird da drin stehen und vielleicht läuft der Gegner auch mal mit dem Sniperfeuer dabei. Dann gibt es sofort Counter-Sniper von dir. Genau rechts hinter diesem komischen Ding da und schau, ob du den Kampf machen kannst. Nicht mit den Rifles an derselben Stelle angreifen im Feindesland. Du kriegst garantiert HMG. Gegner hat zweimal Volks gebracht, eher ungewöhnlich. Aber nicht niemals die Rifles so nah zusammenhalten, wenn du im absoluten Feindesland, wo absolute HMG-Gefährdung vorliegt. Da darfst du nicht so hingehen. Ja, mit den Rifles genau. Kurze Seite vom Haus auf Short Range ran. Ausschließlich kurze Seite. Du kriegst ihn. Bleib auf der kurzen Seite. Die blöde Wegfindung. So, jetzt wird's problematischer. Okay, du bist noch in der Mehrheit. Gegner lässt sich hier auf Middle Range Kampf ein mit den Volks, aber du kriegst ihn so. Bei dir stehen nämlich fast alle in Deckung oder sogar alle. Ah, wird spannend. Verpiss dich rechts, verpiss dich rechts. Ja, genau. Bitte kein Full Unit Kill. Glück gehabt. Boah, fuck, war das knapp. Ja, den gewinnst du hier den Kampf. Danach kannst du dich noch, na, kannst dich nicht mehr mit den anderen anlegen. Wahrscheinlich, wenn der sich hier nicht sofort verpisst, dann hast du nicht mehr genug HP dafür. Okay, drei Mann, raus, ab nach Hause. Leg dich nicht mit denen an, bis du hingelaufen bist. Hast du, jetzt läuft er her. Ja, so ein Trottel. Was lässt er sich auf Short Range Kämpfe gegen Rifles ein? Er ist klar, dass hier drauf geht. Du schießt viel schneller auf Short Range als er. Jetzt kommt's HMG. Fertige die Volksab und verpiss dich dann. Okay, jetzt wird's Zeit zum Verpissen. Ja, genau. Wunderbar. Rechtzeitig abgehauen. Jetzt überleben es deine Leute auch. Jetzt bist du wieder mit den Rifles von derselben Stelle angelaufen. Wärst du wieder suppressed worden. Okay, ich empfehle Bar. Kannst Bar gehen. Überhaupt kein Problem. Bar funktioniert gegen Wehrmacht nach wie vor ausgezeichnet. Bloß das Problem ist halt, wenn du Infanterie-Upgrades bringst, irgendwann sackt deine Infanterie. Spätestens gegen W3 sagt sie ja nicht von vorne anlaufen, sondern geht's wird suppressed. Das ist klar. Ab nach Hause sofort. Nicht einlassen auf den Kampf. Du kassierst dir viel. Jetzt bist du. Ja. Hätte ja gleich verzogen, dann hättest du den Mann nicht verloren und was bringt dir das jetzt? Ach so, du wolltest mit dem Flampires flankieren, okay. Ja, dann sehe ich sein. Dann war liegen bleiben nicht falsch, aber ich glaube, du hättest den auch mit dem Flampires auch so von hinten erwischt, wenn du nicht jetzt abhauen hier, du bist schon längst, du bist die ganze Zeit schon gepinnt, Mann, verpiss dich! Ja, viel zu spät, wenn du in der Suppression liegst und die Volks kommen her, dann musst du weg. Du kannst dich nicht darauf verlassen, dass die Suppression schnell genug abflaut, wenn du vorher
für 2 oder 3 Salven im HMG feuerlich. Da ist die Suppression sehr hoch, fast schon im roten Bereich. Dann kannst du nicht warten, dass sie abklingt. Jetzt bring Bar, weil sonst wird's unlustig hier. Ist eh schon Minute 50, kommt eh nicht mehr früh. Lass nicht zu, dass die sich da abschneiden. Der Gegner hat mehr Map-Control als Wehrmacht. Das kann ja nicht sein im Early. Hopp, ab nach vorne. Bar, oder was brauchst du? Nachschublager, also willst du auf frühe Fahrzeuge gehen? Taktik, ja. Kannst mit Airborne Ranger, kannst den T1, T4 mit Bar und Nate spielen. Wenn du Tank Doctrine spielst, würde ich dir absolut empfehlen, keine Infanterie-Upgrades zu bringen. Keine Infanterie-Upgrades zu bringen und schnelles T3 und dann noch T4 nachgeschoben. Hopp, nimm den scheiß Kontrollpunkt wieder ein. Dann geht 10 Munition und 10 Sprit, ist absolut inakzeptabel. Los, ab nach vorne. Als Airborne kannst du dir 1, T4 mit oder ohne Infanterie-Upgrade spielen, wie du willst. Dafür schnelleres T4 oder langsamer. Jetzt bist du wieder ins HMG rein, vorne. Aber du kriegst es. Leider wurde es wieder suppressed. Ah, das ist übel. Selbst wenn du den Kampf hier gewinnst, den Folgekampf gegen die Volks verlierst du. Ja, wieso gehen die schon wieder auf so nah her? Sind die wahnsinnig? Also, dass du mit der Volks da und den Nahkampf sucht, ist vollkommen für den Hund vom Gegner. Er ist im Moment natürlich sehr hautnah. Los, nimm den blöden Kontrollpunkt vor der Base wieder ein. Rifles machen das ganz schnell. Nimm ihn einmal, sonst reicht der Sprit dir niemals für Fahrzeuge. Der Gegner kriegt eh schon mehr Sprit als du. Und der ist Wehrmacht. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Ja, du kannst Airborne mit oder ohne Infanterie-Upgrades auf relativ schnelles T4 gehen. Bloß Airborne auf T3 empfehle ich nicht, weil Airborne ist eine klassische T3-Auslasser-Doktrin. Dadurch, dass du einfach die Pack absetzen kannst, brauchst du das alles nicht. Und die Absetzpack ist, weiß Gott, besser mit Airborne Ranger, ein ausgezeichnetes AT. Da brauchst du kein T3, dann kriegst du gleich auf T4. Infanterie Ranger brauchst du irgendwann wahrscheinlich schon T3, allein schon für Packs. Allein schon für Packs. Deshalb würde ich die Infanterie-Kompanie muss natürlich mit den Infanterie-Upgrades spielen, meiner Ansicht nach, weil sonst nutzt diese ganzen Fächer wie schnelle Anforderungen. Nutzt du einfach dann nicht, was Bullshit ist natürlich. Musst die Infanterie-Upgrades bringen, kannst dann T4 nachschieben und vielleicht nochmal T3 bauen, wenn der Gegner massiv Panzer bringt. Bringt er keine Panzer, spielst du mit T1 und T4, meiner Ansicht nach. Aber mehr mit T1 und Infanterie-Ranger noch dazu. Kannst auch eine Haubi bauen, aber du musst nicht mal T4 nachschieben. Das ist auch schon keine Pflicht mehr, bloß Nachschublager würde ich bauen. T4 musst du nicht unbedingt nachschieben, wenn du mit den Off-Map Wolverines zufrieden bist und keinen Sherman und keinen Crocodile brauchst. Aber ansonsten würde ich mit T4-Fahrzeugen vorsichtig umgehen. Du hast keine Allied War Machine oder dergleichen. Oh, das wird jetzt übel mit der Mine in der Mitte. Ah. Ja, genau, sofort zurück. Ja, blöd getroffen, kannst nichts dafür. Kannst nichts dafür, mein Gott. Das ist Zufall, dass du die da genauso blöd hingelegt hast, deine neue Mine. Bloß Infanterie-Kompanie hat ausgiebiger mit T1 spielen, also viele Rifles aufs Feld, viele Bars dazu, die Supplier hat Upgrades und Infanterie-Ranger. Jetzt brauchst du T3, ja, es kommt nicht mehr früh, weil du ewig lang den Kontrollpunkt von deiner Base nicht hattest, Mann. Wenn du frühes T3 spielst gegen Wehrmacht, umso schlimmer, gegen PE nicht so, aber gegen Wehrmacht, da muss dieses Fahrzeug, da muss es bei Minute 7 auf dem Feld sein. Ist es klar? Du kriegst eins hier vielleicht bei Minute 9. Ja, viel zu spät. Da hat der Gegner garantiert eine Packe und dann kannst du einen T17 kannst sofort verschrotten und der M8er zu schwer, dass du damit nicht rausreißen kannst, dass du vorher mit Rifles ohne Infanterie-Upgrades voll verkackt hast. Deshalb, die hätten die beiden 10er Sprit auf der rechten Seite. Die hätten von Anfang des Spiels bis jetzt dir gehören müssen. Und zwar bitte connected. Ja, dann bringst du mir T3. Ansonsten, wenn klar ist, der Gegner ist so gut, der Gegner ist so gut, dass du hier niemals schnell genug diese 2-10er-Sprit kriegen und halten kannst. Dann bringst du mir bitte Infanterie-Upgrades. Die funktionieren auch davon unabhängig. Aber so wie es hier läuft, ist ja Katastrophe für dich. Jetzt hast du wieder nur einen Sprit. Das langt doch nie. Jetzt baue auch gleich dieses Fahrzeug, das du bringen willst, sobald du die 280 Manpower hast. Weil sonst kommt so spät, dass du es endgültig verschrotten kannst. Die haben jetzt schon, Grants auf dem Feld. Normalerweise muss er Pack bringen, wir haben fast 9 Minuten und keiner der Infanterie-Upgrades oder irgendwas anderes von dir gesehen, was Sprit kosten würde, du hast ja noch nicht einmal Heilungszentrum gebaut, deshalb ist klar, du schwimmst in Sprit, du bringst Fahrzeuge, was bringt der Trottel Grants, da muss er Pack aufs Feld. Weißt du, er hat ja auch, hat zwar viele Man-Infanterie-Squads, aber auch HMG, deshalb kann sich auf Faust auch nicht unbedingt nur verlassen. Was baust du? M8, ja. Wohl noch besser als T17, aber trotzdem zu spät. Der ist ja nicht mal bei Minute 9, der ist bei Minute 10 auf dem Feld. Das ist ja schon fast so schlimm, wie wenn man nach Bar oder Nate noch die 3 nachschiebt. Die Fahrzeuge rentieren sich alle nicht. Späte, leichte Fahrzeuge rentieren sich niemals in dem Spiel. Nie. Ich habe von 35 Spielen, wo ich bis jetzt in meinem Leben gesehen habe, wo späte, leichte Fahrzeuge kamen,
In 30 nicht rentiert. In 30 nicht rentiert. Zuerst die Schürzen. Um die Uhrzeit gibt es überhaupt keine Variante zu den Schürzen zuerst, genau. So spät, vergiss es. Jetzt nehmen wir schon wieder den Kontrollpunkt bei deiner Base. Ja, du solltest deinen Squad zumindest anständig reinforcen, bevor du an die Front vorgehst, dann hält überhaupt nichts aus. Nicht den M8 allein einsetzen. Und vor allem nicht ohne Schürzen. Wenn du daher fährst, ist klar, du fährst voll ins Packland rein. Wenn hier eine Pack, wenn er gegen eine Packer steht, die genau hier irgendwo, bei der 10er Munition oberhalb von seiner Base, dann bist du jetzt mit dem M8, kassierst du einen Shot aus der Tarnung. Und dann ist das Ding entweder für 2 Minuten ausgefallen oder es stirbt sofort ganz. Keine Base Rushes. Viel defensiver mit dem Fahrzeug. Wenn du hier eine Mine drüber fährst, dann bist du erledigt. Und dass hier Minen liegen, ist sehr wahrscheinlich. Nicht in die Base rein. Bist du dem Wahnsinns? Bist du des Wahnsinns? Ah, viel zu offensiv, viel zu offensiv. Sowas kostet dich gegen bessere Spieler sofort den Kopf. Der hat Pack. Da fährst du über die Mine drüber auf dem Weg hier. Du kassierst schon oben. Also noch bei deiner Infanterie warst schon da, kassierst du einen Packtreffer. Schon da kassierst du einen Packtreffer auf dem Weg nach unten, fährst du über die Mine und bist erlegt. Das ist viel zu gewagt hier. Dass es hier funktioniert, ist reiner Zufall. Dummheit des Gegners, dass er nicht sofort Pack als erstes gebracht hat, sondern jetzt erst bringt. Reine Dummheit vom Gegner, dass es hier funktioniert. Ansonsten fährst du über die Mine drüber, bist du auch erledigt. Und jetzt bist du sowieso erledigt, weil er dich mit der Pack trifft und kommst nicht weg. Bist viel zu nah dran. Ja, Hauptgeschütz zerstört Dusel gehabt. Sofort Rückwärtsgang rein. Ja, ja, der 5% Pack greift voll. Aber schau, was das hier für ein unverschämtes Glück war. Damit kannst du echt nicht rechnen. Normalerweise wärst du fällig gewesen. Du wärst so fällig gewesen mit diesem M8. Niemals solche Angriffe. Viel zu gewagt. Bar, okay. Ja, spielen viele so. Ein frühes Fahrzeug und dann Bar. Andere spielen noch 2 frühe Fahrzeuge, aber da du hier Pack gesehen hast, ist es nicht, ist es nicht wirklich sinnvoll, ein zweites Fahrzeug zu bringen. Vor allem da auch Grands auf dem Feld sind, oder? Die leben doch noch, hast du, oder hast du den Folionikill gegeben? Ich weiß es nicht. Ich sehe die jetzt gar nicht mehr, die Grands. Hat der Gegner Folionikill kassiert? Das war natürlich Bullshit vom Feind. Er geht auf Wettinfanterie, jetzt weißt du es. Abbrechen mit den 3, du kriegst Folionikill. Ja, genau. Gott sei Dank weg. Du nimmst mir keine Verluste fürs Captain Kauf, außer du hast unter 100 VP und musst ein VP cap. Ansonsten lässt du das. Ansonsten keine Verluste für VPs. Niemals. So, schmeiß ihn. Hast du schon Nate? Nate ist das nächste, auf was du gehst. Weil sonst kriegst du gegen Wetgrants echt Probleme. Ist auch so schon hart. Genau, wunderbar. So passt schon. Captain wieder hinten mit den angeschlagenen 2-Mann-Squad. Der Vorteil von deinen Rifles gegenüber... knapp hier. Der Vorteil von deinen Rifles gegenüber seinen Grants und seinen Volks ist, da du die Bar in Auftrag gegeben... Da du die Bar hast und die Bar, ja, grundsätzlich weitergegeben wird, wenn ein Mann stirbt, ist der Leistungsabfall deiner Rifles bei Verlusten wesentlich, wesentlich progressiver. Also er ist am Anfang sehr schwach, du verlierst mit dem ersten Mann, den du verlierst, nur, vielleicht 8-9% deiner Feuerkraft des Squads, während der Gegner mit einem Grand-Verlust sofort 25% verliert, weil die Bar eben weitergegeben wird. Wenn du nur noch 2 Mann hast, kämpfen die immer noch mit der Bar. Dann haben beide Bar, deshalb, hast du auch mit 2 Mann noch ungefähr 50, 60, 70, irgendwo in dem Dreh 60% ungefähr deiner Feuerkraft. Deshalb kannst du mit Rifles tendenziell länger da bleiben, wenn dieses Squad nicht Gefahr läuft, Full Unit Kill zu kriegen. Weißt du, die Feuerkraft bleibt erhalten, du musst halt dieses Squad aus dem Feuer nehmen, ja, damit sie einen Full Unit Kill kriegt. Du hast schon 4 CP. Meiner Ansicht nach, ich weiß nicht, was du spielen willst. Bist du, zu deiner Taktik, was passt denn da dazu? Doch am ersten Infanteriekompanie, dann wähl auch, und zwar früher. Du musst da eigentlich schon längst wissen, was du hier spielen willst. Ja, dein Flammer kriegt wahrscheinlich Full Unikill, oder? Nee, kommen mit den Rifles, genau, musst auch retreaten. Entscheid dich doch, was willst du denn? Willst du weiterhin, willst du jetzt T3 noch fertig spielen und dann auf T4 gehen? Dann hast du die Infanterie-Upgrades meiner Ansicht nach für den Hund gebracht und hättest ein zweites Fahrzeug kommen müssen. Deshalb kannst du jetzt eigentlich nicht mehr Tank-Doktrin guten Gewissen spielen, sondern musst eigentlich Infanterie-Kompanie nehmen. Das hättest du dann allerdings früher wissen, nicht erst mit 4 CP, wo dir schon jede Menge durch die Lappen gegangen ist. Weißt, wähl mit 2 CP. Du wusstest da schon, in welche Richtung dieses Spiel geht. Nämlich, dass der Gegner T2 gebaut hat und dass er Grants gebracht hat und dass er Packs gebracht hat. Der spricht enorm dafür. Okay, voll Strafing Run eingesetzt. Jetzt muss er auch angreifen. Wenn der Gegner in Suppression liegt, musst du angreifen jetzt. Sonst nutzt es nicht anständig. Allzu viele Leute hast du nicht umgebracht. Ja, ich würde Strafing Run nur anwenden. Ja, du hast wieder mit allen 3 Rifles auf dem Blob angegriffen. Sei froh, dass zumindest eines nicht suppressed wurde. In Zukunft greifst du mit einem Squad in der Mitte an. Eines läuft unterhalb der mittleren Siegmarke runter und das dritte läuft rechts an dem Haus vorbei, ja? Airborne genommen? Nee. Airborne ist die falsche Wahl, wenn du T3 hast. Airborne ist eine T3 über Brücker-Doktrin.
Gut, du kriegst mit dem flankierenden Rifle Squad, kriegst du das HMG, ja wunderbar, jetzt spielt der Rest auch wieder mit. Schön gemacht hier. Nimm dir unbedingt das HMG mit den 5 Mann. Nimm dir das HMG mit den 5 Mann. Gegner kassiert nochmal voll Unikill. HMG mit den 5 Mann nehmen. Unbedingt ab nach Hause. Die haben sowieso lauern. Du hast keine Heilungsstation. Die müssen das HMG nehmen. Genau, wunderbar. Und jetzt ab nach Hause. Verpiss dich. Sofort. Und mit den anderen gibst du Feuerschutz. Feuerschutz geben. Jawohl. Weg mit dem HMG. Wieso baust du nicht schon längst ab? Wieso hast du nicht abgebaut? Man, fast wärst draufgegangen. Ab nach Hause sofort. Nee, R-Bahn ist eine T3 über Brückerdruck drin. Du kriegst die Pack abgesetzt. Ist viel besser als die Pack, die du in T3 bauen kannst. Und auf Dauer brauchst du nichts aus T3, außer der Pack. Der M8 wird immer schwächer mit der Zeit. Der ist um Minute 10 schon sehr schwach. Wo ist denn deiner eigentlich? Eingesetzt, ja, der ist dauernd konsequent lauern. Ab hier hat der Gegner Pack und Minen gelegt. Wäre schon längst draufgegangen. Und Heilungszentrum ist jetzt das Richtige. Du hast sehr viele Low-Health-Squads und dein HMG ist auch total lau an HP. Sehr richtig, die Seilstation hier zu bauen, gefällt mir sehr gut von dir. Die Pack vorne nicht alleine rumstehen lassen. Zieh sie unterhalb zu deinen Baracken. Da stellst du sie hin, bitte. Was hat sie denn hier? Das Einzige, was die Pack hier bringt, schaut nach rechts. Da kommt der Gegner nie her. Sie wird bloß von Infanterie gerusht und wegen dieser blöden Steinwand kann sie im Notfall nicht entkommen. Wo hast du denn da den Sammelpunkt hingesetzt? Setz sie in die grüne Deckung vor deine Base irgendwo. Und wenn die Infanterie sich zurückzieht, muss die Pack sofort weichen. Schön, dass du HMG-42 kriegst, schön, dass du geheilt bist. Das gefällt mir ausgezeichnet. Aber Airborne ist eine T3 über Brückerdoktrin. Weil das einzig Sinnvolle aus T3 auf Dauer. Schön, die Minen da links. Passt so, wunderbar. Einiges draufgegangen vom Feind. Oder? Oder ist sie kaputt geschossen? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, die hat Gegner mitgenommen, oder? Bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Ist eine T3 über Brückerdoktrin. Das einzig Sinnvolle ist die Pack und die kannst mit deiner Airborne-Pack besser ersetzen. Nicht wieder mit einem Rifle-Blob auf einem Haufen rumlaufen. Genau, schon zwei Gruppen, das ist besser. Und jetzt hältst du noch ein Squad in Reserve. Dann bist du optimal. Weil dann kannst du mit dem Reserve-Squad da angreifen, wo das HMG verwundbar ist, das Deutsche. Gegner hat jetzt Wett 2. Gegner hat Wett 2. Aber Erban, irgendwann verliert T3 bei dir vollkommen seinen Sinn. Die Absetzpacks sind besser. Du kriegst sie überall und du kannst auch reinforcen, da die einfach abgesetzt werden. Die Airborne-Pack ist besser. Ich glaube auch, dass die Airborne-Waffenmannschaft wesentlich mehr HP hat. Deshalb war T3 ja für den Hund, meiner Ansicht nach. Airborne ist eine T3-Auslastungsdoktrin. Funktioniert auch sehr gut so. Da du die Rifles, denen gibst du die Infanterie-Upgrades und dann tankst du auf T4, kriegst einen relativ frühen Sherman, der gut reinhaut. Da fährst du die Infanterie-Upgrades. Als AT-Überbrückung kriegst du Airborne Ranger. Einen starken Strafing Run dazu. Ist überhaupt kein Problem. Okay, die Map Control hat sich komplett gedreht. Du hast den Gegner saftig zurückgeschlagen mit der guten Bar. Mit der Bar, die gut reingehauen hat. Was nicht reingehauen hat, war deine Fahrzeuge, weil sie einfach zu spät kamen. Dein Greyhound hat jetzt erst 6 Kills. Deine Bar Rifles haben ein Vielfaches davon. Die haben beide, die zum Beispiel, die da unten stehen, der eine hat Wett 1, haben 7 und 8 Kills, schon viel mehr. Schau mal, vergleiche mal die Kosten, was hat T3 gekostet? Das Nachschublager hast du wegen T3 gebaut, T3 selber 240 und was, wie viel kostet der Scheiß? 45 Sprit, nochmal 280 Manpower und 30 Sprit für den Greyhound und nochmal 100 Munition für den Greyhound. Das ist alles für beschissene 6 Kills. Bar hast du gekriegt für 200 Manpower, 60 Sprit, der hat dir schon Kills ohne Ende gebracht. Der hat dafür gesorgt, dass du die gesamte rechte Seite erobern kannst. Deshalb, frühe Fahrzeuge, um Minute 7 oder 7.30, später nicht mehr. Wenn später, dann bringst du mir, wenn klar ist, dass du die Fahrzeuge nicht um diesen Zeitpunkt kriegst, dann bringst du mir die Infanterie-Upgrades und gehst gleich auf T4, vor allem mit Airborne. Weil Airborne eine T3-Auslastungsdoktrin ist, weil kämpfst du da links mit einem Squad, während rechts so viel rumsteht und jederzeit zum Flanken. Jetzt greifst du endlich an, nicht wieder auf einem Haufen, Mann, ein Squad unten rum. Ein Squad unterhalb der 10er Munition rum. Wenn dich hier HMG pinnt, bist du sofort komplett gepinnt, lass den Scheiß. Ein Squad läuft hier seitlich vorbei. Ja, stell dir vor, in dem Bunker wäre HMG drin gewesen, wären alle drei Squads in der Suppression drin. Ja, aber Ranger abgesetzt, okay, ja, geht klar. Haben die schon Wett 2, das wird echt übel. Aber schön, diese Dual-Flamer-Aktion da, die reißt dem Gegner ordentlich den Arsch auf. Wett 2 ist anfälliger gegen Flamer, 15%, aber nie wieder mit den Rifles auf einem Haufen angreifen. Wenn der eine HMG ist, bist du sofort erledigt. Schöne Aktion hier. Spring in den Bunker mit den, ja genau, machst du jetzt auch. Sprengsatz drauf, wunderschön, Cap alles. Cap alles, schneid den Gegner am Kontrollpunkt ab und nimm ihm die VPs. Nochmal, Sprengsatz. Ne, schießen wir den Macht kaputt. Hol dir die Pack, die da steht. Die Pack nehmen und schießt damit Bunker und Base-Gebäude kaputt. Hol dir die Pack. Die Pack ist wichtig. Ja, mit Flamer kannst du auch machen. Alternativ mit Pack, nur Airborne Ranger brauchst du jetzt nicht mehr. Hopp, bemann die Pack. Bemann die Pack. Bemann die Pack und schießt damit Base-Gebäude zu Schrott.
Dann muss der Gegner angreifen und landet ordentlich in der Bar Suppression. Airborne Ranger hast du auch noch. Gibst du Recoil in Auftrag? Wieder abgebrochen? Nein, Recoil brauchst du nicht. Du brauchst die Munition eher fürs Driving Run, wenn der Gegner nochmal satt mit Infanterie angreift. Deshalb bemann die Pack, die da steht. Dann hast du zwei Packs und M8, das reicht locker als AT, da der Gegner mittlerweile keinen Sprit mehr kriegt. Und du weißt, der ist auch fett gegangen, das heißt, es kommen eh keine Fahrzeuge. Die Pack, zwei Packs und M8 muss da reichen. Schön, du tust da Mine bei der Packing, genau, der Gegner wird versuchen, die neu zu bemannen, leider ist das hier zu offensiv. Abbrechen, abbrechen, du gehst bei Bauen drauf, abbrechen, brech ab, Mann. Nochmal Mann draufgegangen, ja, das ist krasse Verlust, der Gegner hat's gesehen, wird da nicht reinlatschen. Okay, warte bis, ja, der haut sofort wieder ab. Ja, du hast die ganze Map-Control gekriegt. Er hat auch falsch gespielt, man muss rechtslastiger spielen, auch mit Wehrmacht. Auf der Map spielt man rechtslastig grundsätzlich, weil links können die HMGs nicht anständig wirken vom Wehrmachtler und es ist auch, es sind einfach weniger Depots, man kriegt weniger Sprit. Aber du bringst mir kein T3 mehr, wenn du weißt, du hast nie genug Sprit, dass du das Fahrzeug bei Minute 7 oder 37 draußen haben kannst. Deine Greyhound hat so viel gekostet und 8 Kills jetzt gerade mal. Schau, was deine Infanterie, wie viele Kills die hat. Dieses Bett 1 Quartier 13 Kills ist gerade mal mit Bar ausgerüstet, sonst keine Zusatzausrüstung. Für T3 hast du extra Nachschublager T3 gebaut und dann noch diesen Scheiß ausgespuckt. Das ist aber alles ewig teuer. T3 hat sich nicht rentiert, kam zu spät. Und als Erbar brauchst du T3 grundsätzlich nicht, weil du die Absetzpacks hast, die viel besser sind. Der M8 ist nach 10 Minuten wertlos. Die Packs bleiben das ganze Spiel über wert. Vor allem die kannst du mit der Doktrin ja ersetzen. Los, ab zum Heilen. Schick deinen Squad, die daheim rumstehen, zum Heilen. Was baust du jetzt? Crocodile? Ja, ergänzt sich gut. Ergänzt sich gut. T3 nicht mit Airborne. Lass das. Und wenn du weißt, das Early läuft nicht so gut, dass du zwei der drei Spritdepots musst du haben, um auf T3 auf frühe Fahrzeuge zu gehen, sonst lässt du es. Da du teilweise nicht mal ein Spritdepot hast, musst du auf Infanterie-Upgrades gehen. Nochmal Strafing, worauf? Ja, wegen einem Squad doch nicht. Strafing mindestens auf zwei Squads, die auch noch ohne Deckung dastehen, sonst kein Strafing. Okay, kannst noch mehr Infanterie bauen. Nimm den Gegner die 10er Munition oberhalb von seiner Base. Du hast passende Airborne Ranger da. Nimm sie oder nimm sie mit den Rifles. Rifles Captain noch schneller als Airborne Ranger, nämlich mit 1,5-facher Geschwindigkeit. Airborne Ranger nur mit 1,25-facher. Hopcap da oben. Der Gegner ist gerade abgelenkt. Nimm die ganze Munition. Alter, Crocodile wird ihn wegrauen. Wir sind 21 Minuten 53, 54, 55, 21 Minuten 57, 58, 59, 22 Minuten. Ja, du capst ihm alles weg. Jetzt, was hat der noch gemacht? T3 nachgeschoben. T3 bringt Wettinfanterie und Hecht auf T3. Das kann überhaupt nicht funktionieren. Er braucht sowohl Manpower als auch Fuel unbedingt für Wett3 und oder für Panzer, wenn er auf T4 geht. Aber T3 nachgeschoben bringt überhaupt nichts, wenn ich weiß, der Gegner hat Pax, der Gegner hat Airborne Ranger, der Gegner hat die Macht. Mit was will ich denn da angreifen? Mit was will ich denn da vernünftig angreifen? Puma gegen Pax, vergiss es auf Wett0. Und da Infanterie weggebracht, der eh keinen Sprit mehr und da T1, T2, T3 gebaut hat, baut er Geschützwagen. Ja, es kommt leider zu spät, das ist ein ausgezeichnetes Fahrzeug, aber es ist viel zu spät dafür. Es ist viel zu spät, um noch mit einer T3-Taktik anzufangen, nachdem man drei Grand Squads gebaut hat, denen weggegeben hat. Wieso baut er jetzt Panzer der Noob, wenn er Wett hergibt für die Infanterie? Dann muss er Wett auch für die. Dann muss er Wett für die Infanterie durchziehen, noch mehr Infanterie bringen, noch einen Pack dazu und dann noch Wett 3 und noch mehr Grands. Die Pack, die du abgesetzt hast, die kannst du hoffentlich beschützen. Noch mehr dazu. Das HMG abbauen und zur Pack dazu. Das HMG hat da oben kein Zimmer, weil der Gegner da nicht mal mehr hinkommt, wenn du eben den rechten Base-Ausgang sperrst. Pass auf, Nate. Ah, liegt nicht gut. Ja, ein paar AP-Verluste. Ja, endlich die Pack bemannt, schießt die Base-Gebäude zu Schrott. Das war schon längst fällig. Aber gegen den Geschützwagen kannst du jetzt nicht anständig vorgehen. Der pinnt deine Infanterie. Das nervt echt. Ja, das Fahrzeug ist sehr stark, es gegen Infanterie fast genauso stark wie gegen Fahrzeuge und gegen Placements ist der absolute Burner. Es wird nur ewig langsam repariert, worauf jetzt? Ja, das ist mal ein Strafing-Ziel, das ich mir eingehen lasse. Aber das HMG hätte hier sein müssen, ich hab dir gerade gesagt, das muss den rechten Base-Ausgang decken. Der linke ist auch gedeckt, da oben hat es keinen Sinn, das HMG, weil der Gegner da nicht hinkommt, jetzt verlierst du bloß deine Pack. HMG nach vorne mitziehen, wenn du den Gegner an so einem Nadelöhr wie seinem rechten Base-Ausgang hier einsperren kannst, dann muss das HMG mit. Das hat der Gegner Pack gekriegt, das kann jetzt dein Crocodile wieder gefährdet eventuell. Ja, gib ihm den Rest. Hopp, wie wär's mit Nachschubabwurf absetzen? Und ja, genau, machst du. Richtig. HMG jetzt keine Panzerleinangriffe, nehme Crocodile allein. Das ist doch Selbstmord gegen Geschützwagen. Viel zu stark, Mann. Jetzt verlierst dein Crocodile an dieses Teil. Ja, es reichen auch drei Schuss für dich.
Der einzige Nachteil vom Geschützwagen, er schießt relativ langsam, lässt sich auch mit Schnellfeuermunition und vor allem mit W3 und wenn man es auf die Spitze treiben will mit Blitzkrieg, lässt sich das dermaßen krass steigern, die Schussgeschwindigkeit, dass der am Schluss so heftig reinhaut. Ich glaube, das ist das Fahrzeug mit dem höchsten Damage-Output im ganzen Spiel, wenn man W3 und Schnellfeuermunition reinhaut. Der hat einen Damage-Output, 250 Schaden pro Schuss, das ist absolut Wahnsinn. Kein Fahrzeug, nicht mal die 8-8 kriegt das aufs Feld. 250 Health Points Schaden, das absolute Burner. Dann auch noch sehr schnelles Fahrzeug, eine bessere Beschleunigung, vor allem aus der Marder, sodass leichter wegkommt. Genauso viel HP, dieselbe Penetration, noch das geile HMG drauf und auch noch billiger und kommt ohne extra drauf zu technen, wie die PE es ja machen muss. Also der Geschützwagen der Marder gleich mal 15-fache überlegen. Greift dann mit Perls an, was soll es hier werden? Ja, bring halt das Spiel zu Ende. Bring das Spiel zu Ende. Airborne war die falsche Doktrin für deinen Spielstil. Bei einmal lässt man T3 aus. Und frühe Fahrzeuge nur, wenn du die auch um Minute 7 rumbringen kannst. Zu wenig Sprit, wie du im Early hattest, keine frühen Fahrzeuge. Sondern stattdessen kannst du Airborne spielen. Aber dann spiel mit Nades und Bar. Mit Nades und Bar und geh auf T4. Dann kommt der Schirm noch einigermaßen früh. Und du kannst mit Airborne Rangern. Du kannst mit Airborne Rangern. Und Pax kannst du überbrücken und T3 brauchst du dann überhaupt nicht. Schön war die seine Station, die war genau richtig. Ja, was will der Gegner noch? Der Feierabend. Du hast viel zu viel, um in der kurzen Zeit, die ihm von den VPs her noch bleibt, die Map Control zurückzukriegen. Dein Problem ist natürlich, du bist in zwei Gruppen aufgeteilt, auch anfällig, aber du bist zu überlegen an jeder Front. Reparier deinen Croc. Reparier deinen Croc. Wenn du so eine T3-Taktik spielst. Mit frühem Fahrzeug und Bar. Dann mach's andersrum. Zuerst Bar, dann frühes Fahrzeug und im Infanteriekompanie. Denn damit, mit Infanteriekompanie kriegst du die Bar, kriegst du die Packs, die im späteren Spiel nötig sind. Kriegst du nur aus T3. Kriegst du nur aus T3, dann kannst du Pack bringen, dann auch noch auf, wenn du unsicher bist. Wenn du unsicher bist, ob du bis T4 kommst, da du ja Bar gebracht hast, kann der Gegner eventuell Puma bringen. In der Zeit, bis du auf T4 techst, kannst du noch T3 bauen, brauchst du später sowieso für Pack in der Regel. Aber ansonsten, wenn du frühes Fahrzeug bringst, dann bringst du vorher keine Infanterie-Upgrades. T3 muss so stehen, dass Fahrzeug bei Minute 7 rauskommt. Danach bringst du, kannst du, danach kannst du entweder mit Tank-Doktrin auf T4 gehen oder Infanterie-Kompanie. Aber Airborne kein T3. Infanterie-Kompanie T3 sehe ich ja ein. Entweder nachgeschoben oder mit frühem Fahrzeug. Ist natürlich immer ein kleiner Widerspruch mit Infanterie-Kompanie, weil du eigentlich auf Infanterie gehen musst. Der Gegner ist vorbei. Was will er denn noch? Er hat überhaupt keine VPs mehr. Was will er denn? Ist natürlich immer ein Widerspruch, worauf Strafing, ja, okay, passendes Ziel. Ist natürlich immer ein Widerspruch, du musst eigentlich Infanterie bringen, frühes Fahrzeug, spielt sich ohne Nades und Barsfeuer, deshalb kannst du Infanterie nicht anständig ausspielen. Und deshalb ist Infanterie-Kompanie dann eher ein Widerspruch, aber es geht. Es geht. Weil du dann Infanterie-Ranger dazu kriegst, brauchst du halt einen Infanterie-Kompanie-Spieler, brauchst du in der Regel T3, meiner Ansicht nach. Spiel ist vorbei, Gegner hat verkackt. Ja, der hat irgendwie behindert gespielt. Was mit T1, T2, dann wett für die Infanterie, drei Squads auffällt, dann auf T3 Technik, ist kompletter Schwachsinn. Dann hat er weder starke Infanterie, noch kommt T3 früh, noch sind die T3 Sachen stark, das ist alles Unsinn. Du hast ganz passabel gespielt, schöne Minen gelegt, leider ein paar unglückliche Mikrosachen, wo du in Rifle Blob rumgelaufen bist und frontal in HMGs rein. Gewöhn dir an, eins Squad greift frontal an, eins links, eins rechts und eins in Reserve, dann kriegst du jedes HMG geknackt, ist überhaupt kein Problem. Was noch? Was war noch erwähnenswert? Ja, die Taktik war falsch, die du gespielt hast mit frühem Fahrzeug, wenn du überhaupt keinen Sprit hattest. Du kannst ja reagieren, du hast ja die Zeit. Du weißt doch nach den ersten 2 Minuten ungefähr, in welche Richtung der Wind weht. Dann entscheide dich für Bauernades, wenn du nicht mindestens 2 der 3 großen Spritsektoren hast. Entscheide dich für Bauernades, das ist viel krisensicher als dieser frühes Fahrzeug. Was hat denn dein Greyhound groß gebracht? Wie viele Kills hat der jetzt am Schluss? 9 Kills! Schau mal, wie viel deine Infanterietankbauer hatte und wie viel die wettgekriegt haben. Du hast 2 W2 Rifle Squads mit jeweils weit über 10 Kills und dann noch W1 Rifle Squads mit auch an die 10 Kills. Deine Infanterie war gut. Dein frühes Fahrzeug kam zu spät, das voll für den Arsch war. Deine Packung war größtenteils auch für den Arsch. Wenn zu spät kommt, dann spar dir das frühe Fahrzeug. Überbrück T3 mit Airborne Ranger und geh auf T4. Ich weiß nicht, ich habe gerade gesagt, wie man mit Infanterie-Kompanie spielen kann. Ich würde natürlich Bar und Nades empfehlen für Infanterie-Kompanie-Spieler. Nicht kein frühes Fahrzeug, kannst schon bringen, aber es ist halt auch ein Widerspruch zu deiner Spielweise ein bisschen, da du dann weniger Infanterie auf dem Feld hast und die Doktrinfähigkeiten nicht so ausgiebig nutzt. Als Infanterie-Ranger-Spieler holst du dir dann Infanterie-Ranger aufs Feld, um bis T4 zu überbrücken, bringst T4-Einheiten, Sherman oder so kannst du bringen und dann
Schau, du musst Packs irgendwo herkriegen. Entweder auf Map oder T3 nachschieben. Gut. Tank-Doktrin natürlich mit T1 oder T2. Wenn du im 2 vs. 2 mit T2 auch gut möglich. Im 1 vs. 1 mit Baracken. Frühes Fahrzeug aus T3. Ansonsten würde ich mit Tank-Doktrin generell sparen. Frühes Fahrzeug aus T3. 2 am besten, mit denen du auch cappen kannst. Im Early kannst du einen Jeep bringen, da du eh keine Infanterie-Upgrades bringst, ist es nicht. Es ist kein Fehler, da der Jeep kriegt zwar die Upgrades, kriegt Upgrades nicht, aber du entwickelst eh keine Upgrades, deshalb kannst du den Jeep bringen, mit dem kannst du ganz gut cappen. Mit der Doktrinfähigkeit geht den rechten Baum runter. Nach T3 zwei Fahrzeuge, eine Pack und dann auf T4 für Sherman. Tech auf Calliope zuerst gegen Wehrmacht und gegen PE ist beides möglich, auch Pershing gut. Pershing ist mittlerweile so gut, dass du gegen Tiger durchaus eine Chance hast. Bloß Königstiger und Jagdpanzer sind zu hart. Gut, das war's im Groben. Dein Mikro ist ganz in Ordnung. Ja, du bist ein alter Hase, du spielst schon ewig COH. Natürlich ist dein Mikro ganz in Ordnung, bloß diese Blob-Aktionen ins HMG rein hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Musst mehr flankieren. Strafing Run Einsatz hat sich in der Regel hat sich meistens nicht gelohnt, aber es war auch nicht mehr die Nötigkeit, als du den freigeschaltet hast, war der Gegner fast eh schon im Arsch. Der hat verloren wegen seinem verbockten Teching, wegen seinem verbockten Wetting, das war halt falsch. Und die 1, die 2, die 3 mit Wett für die Main-Infanterie, das spielt keine alte Sau, was kann nicht funktionieren. Dann auch zu linkslastig gekämpft, meiner Ansicht nach. Rechts ist wichtiger. Die kriegt auch die rechte Seite, wenn sie sich anständig anstellt. Gut. Ja, das war's so. Wir